Ja, da habe ich das Handzeichen bekommen. Wir sind live und können dann tatsächlich loslegen. Ganz herzlich willkommen zur virtuellen Podiumsdiskussion zur Rolle der Kultur bei der Transformation unserer Innenstädte, das Next Mannheim gemeinsam mit der Kulturpolitischen Gesellschaft Rhein-Neckar veranstaltet. Mein Name ist Matthias Rauch. Ich leite den Bereich kulturelle Stadtentwicklung und Kultur- und Kreativwirtschaft bei Next Mannheim und bin gleichzeitig im Sprecherkreis der Kulturpolitischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Wir streamen die Veranstaltung live über Facebook und ich darf alle Zuschauer natürlich ermuntern, dort zu kommentieren und direkt Fragen zu stellen. Also bitte kommentiert munter. Wir werden die Anregungen, Fragen, Kritik auch direkt in die Diskussion nehmen. Ich erinnere alle nochmal zwischendurch immer mal wieder. Wir haben ganz fantastische Gäste heute Abend. Ein Gast, Julia Alitschka vom PAU e.V., musste leider krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Aber ich darf euch die anderen Gäste ganz kurz vorstellen. Zum einen Nadja Peter, wohnt seit circa 20 Jahren in Mannheim, ist Gründerin und Vorsitzende von Live-Kultur Mannheim e.V., der sich bereits 2016 gegründet hat. Der Verein wird aktuell durch eine Konzeptionsförderung durch das Kulturamt unterstützt. Und Nadja studiert aktuell, glaube ich, auch noch Kultur- und Medienmanagement am KMM in Hamburg. Der e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, die Konzeptionierung und das Management von lokalen Kulturveranstaltungen umzusetzen. Schwerpunkte sind hierbei die Abbildung der lokalen Kunstschaffenden und der Austausch mit dem Publikum, so die Vernetzung verschiedener Kunstrichtungen und die faire Gagenzahlung der Künstlerinnen und Künstler. Dabei ein weiterer Fokus ist die Stadtteilkultur und die kooperative Zusammenschlüsse verschiedenster Kulturschaffender und kultureller Akteurinnen. Der Live-Kultur MV hat unter anderem das Culture in the City oder Kultur in the City umgesetzt und konzeptioniert. Genau, ich freue mich sehr, dass Nadja heute bei uns sein kann. Herzlich willkommen, Nadja. Wir haben ebenfalls dabei Malte Appel, studierter Sound- und Musikproduction an der Hochschule Darmstadt, ist auch Produzent in den Rama Studios in Mannheim, die ja unzählige sowohl Mannheimer Bands als auch internationale und nationale Bands hier produziert haben. Er hat bei Produktionen wie dem Maifeld Derby oder dem Brücken Award mitgewirkt und ist seit vielen Jahren selbst aktiver Musiker, sowohl an der Posaune als auch an der Gitarre. 2019 gründete er den Kulturkram e.V., bei dem er erster Vorsitzender ist und der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kulturszene zu fördern, Netzwerke zu stärken und auch eigene Veranstaltungen umzusetzen. Insbesondere letztes macht er aktuell sehr erfolgreich, auch im Rahmen des Zwischenzeitfestivals mit einer Zwischennutzung. Und da werden wir später noch drüber sprechen, denke ich. Herzlich willkommen, Malte. Schön, dass du dabei bist. Moin. Und nicht zuletzt freue mich sehr, dass er Zeit hat und dabei sein kann. Christian Holzhauer, der Intendant des Schauspiels des Nationaltheater Mannheim. Er studierte Theater- und Musikwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin und der University of Toronto. Er gehörte der Leitung der Berliner Sophienzähle an, einem der wichtigsten freien Produktionshäuser im deutschsprachigen Raum. Er war 8 Jahre als Dramaturg am Schauspiel Stuttgart engagiert und in dieser Zeit konzeptionierte und organisierte er mehrere Festivals und internationale Theaterprojekte. 2014 übernahm er dann die künstlerische Leitung des Kunstfests Weimar und unter seiner Leitung öffnete sich das Kunstfest wieder für alle Kunstformen und setzte verstärkt auf Eigenproduktion und Deutschlandpremieren. Seit 2005 war er darüber hinaus Mitglied des Vorstands sowie von 2011 bis 2017 Vorsitzender der Dramaturgischen Gesellschaft. Er ist darüber hinaus nochmal Mitglied des Deutschen Zentrums des Internationalen Theaterinstituts, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Er publiziert und lehrt regelmäßig und ist in der Jury des Kleist-Förderpreises für junge Dramatik, der Jury für die freien Tanz- und Theatergruppen des Landes Baden-Württemberg und des Kuratoriums des Fonds Darstellende Künste des Dramatikerpreises des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Seit 2018 ist er Schauspielintendant und künstlerischer Leiter der Internationalen Schillertage am Nationaltheater. Herzlich willkommen, Christian. Freut mich sehr, dass du dabei sein kannst. Hallo.
Bevor wir uns dem eigentlichen Thema zuwenden, nämlich der Rolle der Kultur bei der Veränderung und der Transformation unserer Innenstädte, wollte ich nochmal dezidierter auf eure Projekte zu sprechen kommen und ein bisschen fragen, wie es dazu gekommen ist, was eure zentralen Anliegen sind und was ihr mit euren Projekten insbesondere versucht umzusetzen. Nadja, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es zur Gründung von Livekultur e.V. kam und was da eure Ziele sind und was ihr bisher umsetzen konntet. Also zur Gründung kam es eigentlich dadurch, dass ich mit einem Schlagzeuger, dem Christian Huber, meinem zweiten Vorsitzenden, beisammen stand und wir haben einfach quasi Hirngespinste uns treiben lassen und dann haben wir festgestellt, das, was wir machen wollen, nämlich eine Bühne für Mannheimer KünstlerInnen zu schaffen und vor Ort eben nochmal Menschen miteinander zu vernetzen, die auch nicht nur in einem Bereich tätig sind, sondern in verschiedenen Künsten tätig sind. Das schaffen wir eigentlich nur, wenn wir einen Verein gründen. Und dann ist die Idee geboren und dann haben wir uns MitstreiterInnen gesucht und dann ging es los. Dann haben wir den Verein gegründet und jetzt bespielen wir eben verschiedene Bühnen, die aber in der Regel gar keine Bühnen sind, sondern wir suchen uns Lokalitäten in einzelnen Stadtteilen, wo Menschen quasi eh schon mal immer hin wollten, weil man da nicht unbedingt sonst hingeht oder weil man da eh immer ist. Also das kann seine Schule, das kann sein Fotostudio, das kann seine Kirche, was auch immer. Und dann suchen wir uns eben, dann denken wir uns was aus, was für den Stadtteil, wo wir das beginnen, irgendwie passen könnte, sodass die Leute, die vielleicht nicht so kulturelle Berührungspunkte bisher hatten, auch so ein bisschen einen Anreiz kriegen, da hinzukommen. Und dann suchen wir uns die passenden Künstlerinnen dafür und sagen denen, das hätten wir gern. Und dann dürfen die überlegen und dann dürfen die ziemlich frei agieren mit so ein paar Stichpunkten. Genau, und dann gibt es ein Konzept am Ende. Und dann touren wir die durch die Stadtteile. Mal so kurz. Es war, wenn ich dich richtig verstehe, also ein ganz konkretes Anliegen, auch nochmal Stadtteile sozusagen kulturell zu bespielen, wo eigentlich relativ wenig Kultur stattfindet. Ist das richtig? War das so Das ist eines eurer zentralen Anliegen? genau, weil Kultur ist ja an sich schon, gibt es oft Barrieren, die man irgendwie spürt, wenn man da nicht eh reingeboren ist, sage ich jetzt mal, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Und für uns war einfach wichtig, ich muss nicht in die Innenstadt fahren, ich muss nicht Parkgebühren zahlen oder irgendwie da hinkommen, dann bezahle ich noch einen Babysitter und dann weiß ich auch nicht, was mich erwartet und dann lasse ich es am Ende doch, sondern dass man einfach sagt, hey, es ist um die Ecke, irgendwie hat es was mit meinem Stadtteil, mit mir zu tun, da kann ich doch mal vorbeigucken. Super, vielen Dank, Nadja. Malte, hol es doch mal ein bisschen ab, wie das mit Kulturkram sich gestaltete. Wie kam es da zur Gründung? Was war der Antrieb? Was war die Motivation? Und was konnte bisher so umgesetzt werden? Ja, also Prinzip war Kulturkram e.V. So eine Art Melting Pot aus verschiedensten Projekten, weil wir alle zum Studieren in verschiedenen Städten waren, so die Connections, die man so hatte, die Leute, die man kannte. Und das hat sich irgendwie in Mannheim gebündelt. Also ich war schon immer hier und ein paar andere auch, aber es sind eben viele Leute mitgekommen aus Darmstadt damals, wo ich studiert habe, aber auch aus Frankfurt, aus Offenburg und aus Marburg. Und da gab es schon verschiedenste Projekte. Das waren Künstlerinnen und Künstlern aus allen möglichen Teilbereichen, VeranstalterInnen. Und da haben wir uns eben getroffen und gedacht, wie können wir das irgendwie zusammenbringen? Und haben uns schnell gedacht, wir bräuchten eigentlich einfach einen Ort, wo im Prinzip eigentlich jeder seiner eigenen Arbeit nachkommen kann, aber ohne dass man das so wie jetzt einfach so stark örtlich separiert macht. Und da war dann eigentlich unsere Idee geboren, dass wir nach Räumlichkeiten suchen, wo wir irgendwie alle nach unserer Fasson glücklich werden können und aber gleichzeitig auch zusammen an einem Ort sind, um uns auszutauschen, um gemeinsame Projekte starten zu können. Und parallel dazu sollte es auch immer Veranstaltungen geben, wo Menschen von außerhalb irgendwie partizipieren können, wo entstandene Projekte präsentiert werden können. Und die Idee hatten wir Ende 2019. Und dann kam eben schnell, in welcher Form macht man das? Und das war das sinnvollste im Verein für uns. Und dann kam natürlich Corona und hat alles erstmal zunichte gemacht. Und die Ideen sind so vor sich hingeplätschert. Und es war alles ein bisschen komplizierter, da wirklich mal was Greifbares zu schaffen. Und dann kam eben jetzt das Zwischennutzungsfestival und da hatten wir das erste Mal die Möglichkeit, irgendwie all unsere Ideen in einen leeren Raum zu pressen. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. Das heißt, euer Projekt hier im Rahmen des Zwischenzeitfestivals ist jetzt das erste Projekt, was konkret umgesetzt wird über den Kulturkram e.V. oder gab es davor schon andere Projekte?
Es gab mehrere Kollaborationen von Künstlerinnen und Künstlern und Produzenten und Produzentinnen im Verein schon. Das hat sich über die Zeit ergeben, dadurch, dass man sich neu kennengelernt hat, gemerkt, ich mache Musik, er nimmt auf. Und dadurch haben sich auch, das haben wir für uns auf jeden Fall immer als Vereinsprojekt empfunden, aber mal so ein richtiges öffentliches, wir sind der Verein und wir veranstalten das Verein was und präsentieren uns, war das das erste Mal jetzt, ja. Fokus liegt auf Musik oder ist das sozusagen über alle Sparten hinweg? Seid ihr da für jegliche Ideen, Kollaborationen offen? Wir sind generell für alle Ideen offen. Die aktivsten Mitglieder sind eher aus der Musik und aus der Fotografie-Design-Ecke. Deswegen haben wir jetzt auch eine Ausstellung mit Konzerten kombiniert. Das war das Naheliegendste. Aber wir sind für alles offen. Alles klar. Vielen Dank, Malte. Christian, ich frage dich jetzt nicht nach der Gründung des Nationaltheaters, das würde, glaube ich, zu weit führen. Aber das Nationaltheater wird ja auch in absehbarer Zeit auf Interimsspielstätten zurückgreifen müssen, aufgrund des Umzugs und der Renovierung des Hauses. Könntest du uns da noch mal ein bisschen abholen, was da aktuell Stand ist? Was ist da aktuell Planung? Kann man was über die Räumlichkeiten schon sagen? Welche Pläne gibt es? Welche neuen Räume werden durch das Nationaltheater perspektivisch bespielt? Ach, eigentlich wäre es total interessant, sich nochmal mit der Gründung des Nationaltheaters zu beschäftigen, weil das Spannende ist ja, dass im Grunde das Nationaltheater auf die Entstehung einer neuen gesellschaftlichen Schicht in der Mitte des 18. Jahrhunderts reagiert hat, nämlich des deutschen Bürgertums, des Bildungsbürgertums, einer gesellschaftlichen Schicht, die durchaus schon ökonomischen Wohlstand hatte, aber keinerlei politischen Einfluss und im Grunde auch keine eigenen Kommunikationskanäle. Und die im Theater, im Sprechtheater eine Form gefunden, gesucht und dann gefunden hat, ihre eigenen Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich finde, da lohnt es sich, ab und an mal drüber nachzudenken und sich zu fragen, okay, wer sind denn heute die vielleicht im Entstehen begriffenen sozialen Schichten oder die sozialen Schichten und Gruppierungen, die eben keine eigenen Ausdrucksmöglichkeiten, keine eigenen Kanäle, keine eigenen Versammlungsorte haben? Und wie kann es gelingen, auch für diese sozialen Gruppen eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen? Oder umgekehrt, wie kann die bereits bestehende Infrastruktur besser auch diesen Gruppen zur Verfügung gestellt werden. Sag mal, so ganz nur um ein Schlagwort zu nennen, das ist so die Kulturzentrumsidee. Also im Grunde die Idee eines Hauses, das nicht nur einer Kunstform gewidmet ist und das nicht nur von einer Truppe bespielt wird und nicht nur von einer bestimmten Besuchergruppe frequentiert wird, sondern das versucht, möglichst viele verschiedene Künste, Zuschauergruppen, soziale Interessen irgendwie da durchzuschleusen und zu gucken, wo die Schnittmengen liegen. An sich ein sehr interessantes Thema, würde aber womöglich hier den Rahmen sprengen. Mit dem Ende der laufenden Spielzeit, also ab dem Sommer 2022, verlassen wir das Theatergebäude am Rande der Mannheimer Innenstadt und werden die Anzahl unserer Spielorte verdoppeln. Die Oper wird teilweise im Pfalzbau in Ludwigshafen spielen, zum Teil im Rokoko-Theater in Schwetzingen, zum Teil im Rosengarten und zum Teil in einem neu zu errichtenden Theatergebäude in der Nähe des Technoseums, also auch schon ein bisschen am Rand der Innenstadt. Und das Schauspiel wird ein ehemaliges amerikanisches Militärkino auf einem in Umwandlung befindenden ehemaligen amerikanischen Militärgelände spielen. Also das Interessante ist, wir reden ja heute über Innenstädte. Das Nationaltheater befindet sich im Moment noch in der Innenstadt und wird dann ab der zweiten Jahreshälfte 2022 sich an die Peripherie begeben und von dort aus versuchen, irgendwie zum Gelingen von städtischer Öffentlichkeit beizutragen. Das ist ein spannender Prozess. Ich glaube, es ist eine Herausforderung natürlich auch, sich sozusagen in neue Räume zu begeben. Aber es ist ja auch was ihr in der Vergangenheit schon öfters gemacht habt. Ist denn sozusagen der Wunsch, auch aus dem eigenen Haus rauszugehen, im öffentlichen Raum beispielsweise zu inszenieren, was ihr kontinuierlich denkt, woran ihr arbeitet, was ihr sozusagen immer auf dem Zettel habt? Oder ist das was sozusagen hin und wieder mal passiert, wenn es einen richtigen Anlass gibt? Wie arbeitet ihr da? Naja, im Grunde
gehöre ich zu denen, die sagen, wir brauchen erstmal eine inhaltliche Idee und dann suchen wir das geeignete Format dafür, als umgekehrt zu sagen, wir wollen unbedingt ein Format erfüllen und dann fehlt uns vielleicht am Ende die Idee dafür. Aber grundsätzlich ist das schon was, was wir im Schauspiel schon immer sehr stark, was auch unsere Vorgänger hier im Schauspiel stark gemacht haben, was mich interessiert und was wir auch von Anfang an hier umgesetzt haben. Wir setzen das mindestens alle 2 Jahre um bei den Schillertagen, also dem großen Festival des Schauspiels. Wir haben unsere ersten Spielzeit eine Produktion gemacht in der Disco, in Disco 2, sind also extra in so einen Club gegangen, weil wir das passende Ambiente dafür fanden. Wir haben Projekte in der Multihalle gemacht, in einem ehemaligen Waschsalon in den Quadraten. Das spielt für uns eine große Rolle. Das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich immer so ein bisschen darunter leiden, dass wir sehr auf den auf die eigene Infrastruktur zurückgeworfen sind. Das Reden über die Öffnung der Kulturinstitutionen ist mindestens so alt, wie ich jetzt Theater mache, also 20 Jahre, würde ich sagen. Und da hat sich viel getan hinsichtlich dieser Öffnung, aber immer noch nicht genug. Und Öffnung muss man in ganz verschiedenen Dimensionen verstehen, aber ich meine es mal tatsächlich nur in der räumlichen. Also wie sorgt man beispielsweise dafür, dass ein Theatergebäude wie das Nationaltheater eben nicht nur abends zu den Vorstellungen geöffnet ist und dann auch nach der Vorstellung wieder zumacht, sondern dass es vielleicht schon deutlich vorher offen ist oder deutlich nachher. Im Zuge der Generalsanierung soll das angegangen werden. Da soll eine Infrastruktur geschaffen werden, die im Grunde es dann erlaubt, dass man das Gebäude den ganzen Tag über nutzen kann. Sei es für Gastronomie, sei es als Ausstellungsraum, sei es als Aufenthaltsraum. Da gibt es ja manchmal ganz einfache Dinge, die man tun kann. Das Staatstheater in Karlsruhe beispielsweise hat ja immer festgestellt, dass die Studierenden in Karlsruhe in der Prüfungsphase einen akuten Platzmangel haben, weil sie keine Orte haben, wo sie Internet haben und in Ruhe arbeiten können. Da hat man einfach Internet ins Foyer des Staatstheaters gelegt und das aufgemacht. An sich eine ganz einfache Maßnahme. Also das können solche einfachen Dinge sein, bis hin zu komplexeren Sachen, eben wie gesagt die Gastronomie oder Ausstellungsflächen. Also da träumen wir schon lange von und trotzdem merken wir, dass aufgrund der Verfasstheit unserer Betriebe es sehr schwer ist, solche Öffnungsschritte tatsächlich zu gehen. Dass es auch sehr schwer ist, sage ich mal, sich der Gravitationskraft der großen Bühne wenigstens ein paar Mal in der Spielzeit zu widersetzen. Große Bühne ist das, wo wir uns künstlerisch beweisen müssen. Das ist der Ort, wo wir jetzt im Schauspiel jeden Abend 600 Zuschauer empfangen wollen. Das ist auch der Ort, wo wir das Geld verdienen, das wir zum Produzieren brauchen. Und wir merken aber, dass es manchmal auch gut wäre, nicht darauf zu warten, dass die Leute zu uns kommen, sondern uns quasi einem potenziellen Publikum in den Weg zu werfen. Und das sind die Momente, wo wir dann sagen, da müssen wir raus und Dinge im öffentlichen Raum tun. Ein Gedanke noch, das hat sich durch Corona aus meiner Sicht nochmal verschärft, zumal wir ja in der Corona-Krise lange nicht wussten, wann wir überhaupt wieder Leute bei uns im Haus würden empfangen können. Und das führte bei mir dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt ein mobiles Theater haben. Wir haben einen LKW gekauft, den zu einer rollenden Bühne umgebaut und haben angefangen damit auch, wie Nadja das vorhin beschrieben hat, in verschiedene Stadtteile zu ziehen. Auch mit dem Signal, wir wissen nicht, wann ihr wieder zu uns kommen könnt. Wir wissen auch nicht, wann es wieder safe ist, in geschlossenen Räumen Veranstaltungen zu machen. Und solange wir das nicht wissen und solange das Wetter das zulässt, treffen wir uns eben unter freiem Himmel. Also viel. Ich finde es ja einen total spannenden Aspekt, den du ansprichst, sozusagen das Theater wieder als ganz klassischen dritten Ort zu etablieren, wo Menschen sich einfach aufhalten, weil sie Lust auf den Raum, auf den Ort haben, vielleicht auch auf den Austausch mit anderen Menschen, wie wir es ja beispielsweise von Bibliotheken jetzt auch sehen, die neu geschaffen werden. Insbesondere in Skandinavien gibt es da ganz tolle Beispiele. Die faszinierendste ist, glaube ich, in Helsinki, die ich gesehen habe, wo wirklich das Ausleihen von Büchern, glaube ich, nicht unbedingt nur der zentrale Aspekt ist, sondern Menschen sich wirklich sehr gern in dem ganzen Komplex aufhalten, dort lernen, dort arbeiten, kollaborieren auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich glaube, ein Theater könnte diese Funktion definitiv auch ausfüllen. Eine letzte Frage, Christian, ist das Verlassen des eigenen Hauses immer auch unter dem Gesichtspunkt Audience Development zu betrachten? Also geht ihr bewusst auch in andere Räume, die vielleicht nicht über Kultur bespielt werden, die nicht mit Kultur verbunden werden, um nochmal ganz gezielt eine andere Zielgruppe anzusprechen und die vielleicht auch zu binden an das Haus? Ist das eine ganz konkrete und auch strategische Überlegung bei euch? Ja, auf jeden Fall. Das kriegen wir auch gespiegelt, dass das funktioniert.
Man muss sich ja schon darüber im Klaren sein, dass ein Theaterbesuch erstens doch relativ voraussetzungsreich ist. Also wir verlangen unserem Publikum schon auch einiges ab, wenn es verstehen können soll, was wir da machen. Und dass einfach auch der Weg ins Theater für manche schon eine Hürde oder eine Barriere darstellt. Weil manche, es gibt durchaus Menschen, die ihr Viertel nie verlassen, weil sie auch nicht genau wissen, warum. Oder keinen Anlass. Nicht, dass sie auch das Gefühl haben, wir sind da nicht gewollt oder wir sind da nicht gemeint. Das gibt es durchaus. Es wird manchmal vielleicht auch ein bisschen überdramatisiert, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Kulturproduzent im Grunde noch mehr tun müssen, um überhaupt uns Leuten ins Bewusstsein zu bringen. Und da sind für mich Kunstprojekte gerade im öffentlichen Raum oder auch an Orten, die nicht in erster Linie als Kunstort konnotiert sind, die vielleicht in ihrer Zuschreibung freier sind. Da sind solche Orte immens wichtig, weil man dann in einem Ort zum Beispiel, der in dem sonst irgendwelche anderen Sachen stattfinden, und dann ist auf einmal Theater drin, ist noch nicht so klar, welche Regeln da gelten. Und da entsteht nicht so schnell das Gefühl, da bin ich nicht gemeint oder das ist nicht für mich gemacht. Da kann man noch aushandeln, wie man sich an diesem Ort verhalten soll. Das finde ich auch eine große Chance für unsere Interimsspielstätte, die wir dann da auf Franklin beziehen, dass man tatsächlich nochmal gemeinsam rausfinden kann, okay, wie soll denn das Theatererlebnis hier eigentlich aussehen? Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich auch Gespräch beispielsweise mit einer der Mannheimer Quartiersmanagerinnen, als wir ihr das erste Mal von unserem LKW erzählt haben und gesagt haben, was wir da vorhaben, hat sie gesagt, das ist eine super Idee, kommt damit zu uns und spielt ein bestimmtes Stück, das ihr im Nationaltheater im Repertoire auf der Bühne habt. Ins Theater kriege ich die Kids hier von der Straße nicht, aber wenn ihr mit diesem Stück zu uns auf den Platz sozusagen kommt, wo die eh schon sind, dann werden die merken, dass das, was ihr da verhandelt, mit ihrer Lebensrealität total viel zu tun hat. Und ich glaube, diesen Schritt müssen wir gehen. Da kommen wir nicht drum rum. Zumal ja auch wir uns mittlerweile in einer Kultur- und Medienlandschaft bewegen, wo ja der einzelne potenzielle Kunde zugeschüttet wird mit verschiedenen Angeboten. Und man sich also immer wieder fragen muss, wie setze ich mich da durch? Und ich glaube, vor Ort zu gehen, ist dann auch eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und Zuschauern ins Bewusstsein zu rufen. Interessant finde ich nur, wird dann nochmal auf den Punkt, den Nadja am Anfang gemacht hat, zurückkommen, ist ja quasi im Grunde eine Form von Dezentralisierung von Kultur. Und vor dem Hintergrund unserer Frage, die wir heute diskutieren, wie beleben wir eigentlich die Innenstadt, weiß ich nicht, ob beides gleichzeitig zu haben ist, diese Dezentralisierung und die dann doch wieder Fokussierung und Konzentration auf die Innenstadt. Ein ganz wichtiger Aspekt, über den wir auf jeden Fall sprechen müssen, auch wird sozusagen Stadtentwicklung kleinteiliger. Es gibt ja viele Thesen, die das annehmen, auch weil die Menschen jetzt nicht mehr vermehrt in die Innenstadt fahren müssen, weil sie keine Büros mehr da haben, sondern von zu Hause arbeiten können. Also da verändert sich auch Mobilität, da verändert sich sozusagen Stadtentwicklung direkt. Und ich glaube, das müssen wir auch im Verlauf nochmal diskutieren. Bevor wir aber einsteigen, wollte ich einfach mal eine ganz einfache Frage euch allen stellen. Mit was verbindet ihr die Mannheimer Innenstadt? Nadja, Malte und dann Christian. Kaum Einzelhandel, zu eng, Straßenbahn, die nervt. Das ist mein Wohnort. Das ist das Zentrum meiner Heimat und es ist quasi komplett Mannheim auf sehr kleinem Raum komprimiert. Ich habe das Gefühl, das ist quasi ganz Mannheim in der Innenstadt auf kleinem Raum vertreten. Das macht es spannend, manchmal seltsam und eng, aber auf jeden Fall aufregend. Ich schmeiße auch mal nur so ein paar Begriffe rein. Ich würde doch sagen, Shopping. Müsste man nochmal genau darüber reden, was Einzelhandel eigentlich ist. Essen gehen für mich ist ein zentraler Punkt. Wenig Aufenthaltsqualität für FußgängerInnen. Sonntags tote Hose und Kino. Ja, ich glaube, wir haben ganz viele zentrale Punkte jetzt damit schon genannt, die wir, glaube ich, jetzt auch nochmal aufgreifen müssen.
Es gibt ja unterschiedlichste Studien, die fast alle sagen, dass in den nächsten Jahren die Leerstände in den deutschen Innenstädten zwischen 20 und 30% betragen werden. Aufgrund des verstärkten Wegbruchs des stationären Einzelhandels. Aber auch Büroflächen wird man, glaube ich, zunehmend weniger in den zentralen Lagen in der Innenstadt sehen, weil einfach dieses Prinzip des Homeoffice, dieses New Work-Konzept, dass ich also von überall arbeiten kann, potenziell sich verstärkt durchsetzt. Jetzt ist es natürlich so, die Frage drängt sich natürlich auf und ihr habt jetzt sozusagen auch schon ein paar genannt. Es gibt natürlich noch Identifikationspunkte mit der Innenstadt. Aber ich glaube, die sind uns zunehmend vielleicht auch verloren gegangen. Das wäre einfach so eine These, die ich gerne mal in den Raum stellen würde. Durch dieses auch das Einkaufserlebnis, was Christian noch als relevanten Punkt genannt hat als einziger, wird, glaube ich, zunehmend oder wurde in den vergangenen Jahren zunehmend austauschbar, weil wir letztlich die gleichen Angebote in fast jeder Stadt haben. Da ist jetzt sozusagen, das war ein Prozess, der schon vor Corona begonnen hat und jetzt wie ein Beschleuniger, wie es bei so vielem der Fall ist, durch Corona nochmal jetzt verstärkt wurde und beschleunigt wurde, dass wir, glaube ich, sehen, dass diese monofunktionale oder überwiegend monofunktionale Nutzung durch den Einzelhandel so nicht wirklich nachhaltig ist und auch kein lebendiges Quartier ausweist als Innenstadt. Ich glaube, ich plädiere zurzeit immer wieder dazu, die leider verstorbene amerikanische Urbanistin Jane Jacobs zu lesen, die, glaube ich, ganz viele Aspekte schon gedacht hat, die jetzt auch für eine Transformation der Innenstadt relevant sein könnten. Ich denke da insbesondere an ihr Argument der Diversität. Also sie hat gesagt, Quartiere müssen immer divers aufgestellt sein, wenn sie lebendig und auch resilient sein sollen. Also wir brauchen ganz unterschiedliche Nutzungsformen in den Quartieren. Und damit verbunden, und das ist auch ein Aspekt, der oftmals sozusagen ein bisschen hinten runterfällt, sie hat auch gesagt, wir brauchen unterschiedliche Temporalitäten der Nutzung. Das heißt, ich brauche eine Tagesnutzung, aber ich brauche eigentlich auch eine Nachtnutzung, um keine Angst oder Unorte entstehen zu lassen für Menschen, die sich dann in diesen Quartieren bewegen. Wenn wir jetzt so an die deutschen Innenstädte denken, ist, glaube ich, die sind nachts oftmals eher tot, insbesondere auch ja, am Wochenende, Christian hat es schon angesprochen, sonntags eher wenig belebt und da nachts oft auch mal, glaube ich, für viele ein Angstraum oder ein Raum, wo sie sagen, da gucke ich, dass ich eher schnell durchkomme. Also auch, ich glaube, wir müssen auch diese neuen Nutzungszeiten wirklich denken. Jetzt mal ganz pauschal gefragt, welche Rolle kann oder sollte Kultur denn in der Innenstadt bei dieser Transformation spielen? Welche Potenziale insbesondere von Kultur seht ihr in diesem Prozess? Frage an alle. Wer mag zuerst? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Kultur, mit dem wir sehr stark konfrontiert wurden in den letzten 2 Wochen, ist, dass es Menschen zusammenbringt, also dass es Menschen aus ihren, also ich meine, die Innenstadt wurde jetzt auch gerade als monofunktional von ihr bezeichnet, so mehr oder weniger, aber man lässt da ganz oft außer Acht, dass hier in der Mannheimer Innenstadt ja extrem viele Menschen wohnen und leben und die gehen vor ihre Tür und haben nur ein H&M und wie die üblichen Sachen halt und das kommt auf jeden Fall zu kurz, dass man vor die Tür geht und irgendwo einen Ort hat, wo man einfach zusammenkommen kann, wo man Gleichgesinnte oder auch andere Leute findet und irgendwie. Und ich glaube, da muss Kultur auf jeden Fall niederschwellig sein und es schaffen, die Leute zusammenzubringen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die wir die letzten 2 Wochen hatten. Wir hatten so viele Anwohnerinnen und Anwohner, die einfach spontan vorbeigekommen sind, die im selben Block wohnen und sich noch nie gesehen haben und gemerkt haben, dass sie in der total ähnlichen Ecke unterwegs sind. Und am gleichen Tisch saßen dann auch Leute, die eigentlich den ganzen Tag nur in einem Fußballplatz um die Ecke sitzen und nichts zu tun haben und auch mal mit sowas in Berührung kamen und da ins Gespräch gekommen sind. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht nur einfach Entertainment und Unterhaltung, was auch wichtig ist, damit das Leben lebenswert wird. Aber ich glaube, dass die Menschen vor die Tür kommen und sich in ihrem Ort, die Innenstadt ist eigentlich für die Leute ein Stadtteil, wo sie einfach nur leben, dass sie da einen Punkt haben, um zusammenzukommen und sich kennenzulernen. Das würde ich als zentrale Funktion sehen. Also ich würde mich dem direkt anschließen. Der Malte und ich, wir machen ja, glaube ich, also es gibt viele Überschneidungspunkte in unserem Arbeitsansatz auf jeden Fall. Und ich glaube, was absolut kulturell ist, ist, dass wir es schaffen können, dass die Bevölkerung
sich wahrnimmt. Und wenn man sich wahrnimmt, dann baut man Vorurteile ab. Und dann bekommt man eine Identifikation mit seinem Umfeld, nicht nur mit dem Gebäude und nicht nur mit den Straßen und nicht mit dem, was es da gibt, sondern mit sich und mit den anderen. Und ich glaube, das ist eigentlich die grundlegende Sache in der Stadt, dass eine Stadt gemeinsam agiert. Und das kann eben Kultur, indem man einfach sagt, hey, du lässt dich gerade genauso ein wie dein Nachbar oder deine Nachbarin. Und jetzt habt ihr einen gemeinsamen Punkt, weil ihr seid beide hier. Und das verbindet euch für diesen Moment. Und das kann unglaubliche Brücken schlagen. Und da geht es ja nicht nur um Kultur im Sinne von Konzert oder sowas. Da geht es auch um Esskultur. Da geht es um, wie lerne ich, wie arbeite ich, wie gehe ich, in welcher Geschwindigkeit haste ich oder ist es eine ruhige Körperkultur quasi im Ausleben von Bewegung. All das trifft da aufeinander und das kann man durch kulturelle Orte eben stärken. Christian? Alles richtig und kann mich da vorbehaltlos anschließen. Ich finde es auch sehr interessant, ehrlich gesagt, an Mannheim, dass die Innenstadt oder Teile der Innenstadt, also die innerhalb des Rings liegen, im Grunde ganz normale Wohnviertel sind. Gibt ja viele andere Städte, wo quasi so das Stadtzentrum, das historische, so ein bisschen so das Schaufenster ist und so rausgeputzt wird. Und da hat man bei manchen Teilen der Mannheimer Innenstadt ja das Gefühl, das komplette Gegenteil ist wirklich so. Wir haben gerade diesen Roman Herkunft von Sascha Stanisic hier für die Bühne bearbeitet. Da gibt es diesen schönen Satz, dass Ausländer immer im Besondersviertel wohnen. Also Menschen, die irgendwie nicht dazugehören oder denen man signalisiert, dass sie nicht dazugehören sollen, die werden meistens irgendwann in Stadtrand gesteckt in so soziale Wohnungsbauprojekte. Das ist in Mannheim zum Teil nicht der Fall, sondern sind die sehr präsent mitten in der Stadt. Das finde ich auch toll. Das ist eine Qualität, finde ich, dieser Stadt, die sie auch besonders macht. Man darf aber auch nicht vergessen, dass im Grunde Mannheim ja auch eine wahnsinnig dezentrale Stadt ist, die im Grunde aus vielen verschiedenen kleineren Gemeinden besteht. Und ich würde mich schwer tun, zu sagen, es gibt so ein Zentrum, weil ich sage mal so für wenn man Nachtleben oder so, ist es vielleicht der Jungbusch, aber vielleicht auch die Neckarstadt zum Wohnen. Ich wohne ja im Süden von Mannheim. Im Grunde kann ich alles, kriege ich alles, was ich brauche, ohne jemals in Richtung der Innenstadt zu kommen. Man kann auch viele meiner kulturellen Bedürfnisse da unten befriedigen. Also das ist so ein bisschen die Frage, so man muss das immer so sein, dass sich alles auf einen bestimmten Teil der Stadt, auf das Zentrum bezieht, oder ist das nicht sogar ganz schön so, dass das so ein bisschen dezentral ist? Du hast nach der Rolle der Kultur gefragt. Naja, die Frage ist ja, was will man erreichen? Will man, dass die Menschen, die in einem bestimmten Stadtteil wohnen, mehr miteinander zu tun bekommen? Da würde ich sagen, ja, da können kulturelle Projekte im Sinne von Veranstaltungen beispielsweise, die stattfinden in dem Stadtteil, wo man sich einfach treffen kann, Anlässen sich zu begegnen, eine wichtige Rolle spielen. Es können auch beispielsweise künstlerische Arbeiten aus der bildenden Kunst, also Dinge, die im öffentlichen Raum stehen und die vielleicht für ein Stadtgespräch oder sowas sorgen, sein. Man müsste aus meiner Sicht, ohne dass jetzt dieser Wahlkampf ist vorbei, jetzt dieses Lied von der autofreien Stadt singen möchte, aber ich finde, es müsste sich tatsächlich, die Mannheimer Innenstadt ist ja sehr, sehr dicht bebaut. Man braucht, glaube ich, mehr Fläche. Also man bräuchte mehr Fläche, wo eben nicht von vornherein schon so vorgegeben ist, wie man sich darauf verhält. Und es gibt aus meiner Wahrnehmung schon eine deutliche Hierarchie der Fortbewegungsmittel, auch in der Innenstadt. An dieser Hierarchie müsste man vielleicht was ändern, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Und es gibt so, ich kann jetzt nur so an konkreten Beispielen festmachen. Hier ist ja allgemein bekannt, Kaufhof, Karstadt fusionieren. Die Hälfte der Kaufhäuser wird stillgelegt. Es ist gerade ein Kaufhof hier geschlossen worden, in einer sehr guten Lage in der Innenstadt eigentlich, wo ich so denke, das wäre ein super Haus gewesen, um sowas, was du vorhin so nochmal mit dem Begriff dritten Ort bezeichnet hast, zu machen, wo man vielleicht Probenräume reinmacht, wo man Ausstellungsräume reinmacht, wo man Lesecafé reinmacht, wo man Räume reinmacht, wo gar nicht klar ist, wie die vorher genutzt werden, einfach Menschen hingehen können, um sie zu nutzen. Sowas, das manchmal braucht es gar nicht so viel, nur die entsprechende Infrastruktur und vielleicht ein bisschen Starthilfe, damit sich da Sachen entwickeln können. Das ist genau die Idee, die wir hatten mit unserem Verein von vornherein.
Aber dieses bisschen Hilfe, das ist halt schwierig, gerade wenn man von so großen Räumlichkeiten ausgeht und auch noch so zentralen Räumlichkeiten, das ist halt der finanzielle Background, ist niederschwellig nicht umsetzbar, wenn man versucht, das für alle zugänglich zu machen. Also da musst du schon einen sehr, sehr netten, sehr reichen Menschen finden, der das einfach mal macht. Und das, den haben wir noch nicht gefunden. Ich glaube, der Prozess, in dem wir uns aktuell befinden, ist ja der, dass wir jetzt einen Dialog aufbauen müssen, auch mit Eigentümerinnen und Eigentümern, um sozusagen Potenziale aufzuzeigen von beispielsweise Zwischennutzung. Deshalb machen wir ja auch sowas wie so ein Zwischenzeitfestival. Das ja in sehr kleinem Maße einfach mal so einen Impuls geben will und einfach mal aufzeigen möchte, das wäre auch möglich. So könnte sich sozusagen Innenstadt oder auch vielleicht nur ein gewisses Objekt anfühlen. So könnte es erlebbar, erfahrbar sein. Weil wir stellen schon stark fest, dass natürlich auf Eigentümerinnenseite oftmals die Ressentiments und die Bedenken gegenüber Zwischennutzung beispielsweise deutlich höher sind als die Potenziale. Also die gehen mir nicht mehr raus, die machen mir den Laden kaputt. Ich kann das nicht einschätzen, was da passiert und wie sich das sozusagen auf mein Objekt auswirkt und ausstrahlt. Und die aus meiner Sicht schwierigste Frage natürlich, man muss für Zwischennutzung dann auch von diesen astronomischen Mietpreisen natürlich runtergehen. Sonst brauchen wir in den 1A-Lagen gar nicht über Zwischennutzungen zu sprechen. Und ich glaube, diesen Dialog müssen wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren gehen, um da ein bisschen Verständnis auch zu erwirken, dass eine Zwischennutzung aus unserer Sicht deutlich mehr Potenziale mitbringt, als die Fläche längerfristig leer stehen zu lassen. Was für viele jetzt aus steuerlichen Gesichtspunkten natürlich immer noch eine Option ist, die gern genutzt wird. Aber für Stadt und Stadtentwicklung nur negative Konsequenzen zeitigt. Deshalb auch nochmal so die Frage, ich wollte nochmal auf einen Aspekt raus, der jetzt auch mit dem öffentlichen Raum, der von euch ja mehrfach angesprochen wurde, sich bezieht. Da gibt es ja eine Wechselwirkung zwischen der Nutzung innen und auch einer Nutzung außen. Die Aufenthaltsqualität ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Wie können wir über Kultur, über Kunst diese Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum nochmal verändern? Abseits der Frage, die ist, glaube ich, relativ jetzt unter Stadtentwicklern unstrittig, dass wir die Zahl der Autos im Innenstadtbereich reduzieren müssen. Ich sage nicht, dass es autofrei sein muss, aber ich glaube, es ist definitiv produktiv und hat nur Vorteile, wenn die Zahl der Autos verringert wird in den Kernbereichen. Wo seht ihr da nochmal sozusagen Potenziale für Kultur im öffentlichen Raum und auch dieses Wechselspiel aus Zwischennutzung innen, öffentlicher Raum außen? Welche Wechselbeziehungen gibt es da? Dann fange ich jetzt mal kurz an. Also ganz konkret von Mannheim würde ich sagen, ist ein Aspekt, dass wir City of Music sind und die Barrieren, um zum Beispiel Straßenmusik zu ermöglichen, für mich exorbitant hochhängen, total unrealistisch sind und alle abschrecken. Vor allem, wir bilden hier granatenmäßig gute Leute aus und lassen die dann also dagegen eine Wand rennen. Und das, finde ich, ist ein absolut zu überarbeitendes Konzept. Und ich glaube, dass man auch so ein bisschen wegkommen muss von großen Projekten, die man sich denkt und quasi eine niederschwellige Bürokratie schafft, zu sagen, wir machen für heute für eine Viertelstunde ein Act irgendwo und Leute halten inne, kommen rein in diesen Raum, der sich da spiegelt. Unter Umständen auch das, was innen in einem Gebäude stattfindet, nach außen geht, wieder nach innen Menschen mitnimmt, dass kleine Formate möglich werden, wo eben nicht der Mensch aufgehalten wird in dem, was er vorhat, sondern mitgenommen wird in dem, was er vorhat, überrascht wird, einen neuen Eindruck gewinnt und wieder gehen kann, ohne dass es quasi eine Zerreißung gibt von dem, was außen stattfindet, in dem, was innen stattfindet, in einem und auch in den Räumlichkeiten. Ja, ich stimme denen zu 100% zu. Ich würde sagen, es braucht generell von allen Leuten, die Möglichkeit haben, sowas stattfinden zu lassen, also von den Menschen, die die öffentlichen Raum verwalten oder die auch Erlaubnis geben für egal was und für Besitzerinnen und Besitzer von Immobilien, von Räumlichkeiten, braucht es einfach generell mehr Mut und Risikobereitschaft oder man muss es irgendwie schaffen, den Leuten klarzumachen, dass die Risiken nicht so schlimm sind. Also wenn wir jetzt nicht diesen Raum bekommen hätten, der ja vorher mal der einfach eine leerstehende Kneipe war, wenn uns da nicht jemand gesagt hätte, ihr könnt da jetzt rein und machen, was ihr wollt, dann würden wir bis jetzt noch nicht
da würden wir uns bis jetzt immer noch irgendwie alle paar Wochen treffen und uns überlegen, wo wir vielleicht mal unsere Bilder ausstellen können oder was man vielleicht mal machen könnte. Man braucht einfach diesen Impuls, dass einer sagt, wir haben jetzt hier das und das und ihr könnt euch einfach mal austoben. Und ich bin mir sicher, dass das in den absoluten Großteil der Fälle mindestens mal interessant und aufregend wird, aber eigentlich in den allerseltensten Fällen wirklich negativ wird. Deswegen glaube ich, dass da einfach vielleicht zu oft die verwaltenden Strukturen ein bisschen zu konservativ verkrustet daherkommen und dass man da irgendwie, weiß nicht, in den Dialog treten muss, öfter solche Aktionen wie jetzt das Zwischenzeitfestival machen muss, um zu zeigen, dass sowas super sein kann und in der Regel super ist. Ich glaube, das braucht es. Ja, ich teile das total. Nochmal auch zu diesem Begriff des Leerstands. Das Schlimme an Leerstand ist ja, dass er noch mehr Leerstand produziert, oder? Also je mehr Läden leer stehen, desto schneller setzt sich dieser Prozess fort, weil sich so das Gefühl einschleicht, hier ist ein absterbender Ort, ein Ort, wo es sich nicht lohnt, sich aufzuhalten. Das passiert immer ganz schnell, dass man beginnt, so Straßenzüge gegen ein Mental abzuschreiben. Und da ist es dann schwer, wieder rauszukommen. Insofern finde ich auch alle, ich würde gerne nochmal auf diese Frage zu sprechen kommen, was will man mit den entsprechenden Maßnahmen erreichen? Geht es darum, dass die Menschen in einem bestimmten Viertel leben, die zu erreichen und deren Lebensumstände, sage ich mal, irgendwie zu verbessern oder zu verschönern? Oder geht es beispielsweise auch darum, Menschen, die nicht in diesem Viertel, jetzt beispielsweise in Mannheim in den Quadraten leben, dorthin zu ziehen, wenn man sagt, dass es dort soll sich das öffentliche Leben abspielen. Deswegen ist es wichtig, dass die dorthin kommen. Da ist ein bisschen die Frage, was hat man da für Anlässe? Also in manchen Städten kann man besonders gut Sightseeing machen, das bietet sich in Mannheim jetzt nicht so an. Also was ist das, könnte so das Mannheimer Alleinstellungsmerkmal auch der Innenstadt sein? Und da glaube ich, gibt es jede Menge von künstlerischen Projekten, Interventionen, die man machen kann. Jetzt ein Beispiel, ich war jetzt im Sommerurlaub in Italien und da in einer kleinen Stadt und da war ein Festival von Pappkunst im öffentlichen Raum. Da standen riesige Skulpturen aus Pappe, den ganzen Sommer über. Gut, da regnet es nicht so viel, allerdings war die Pappe auch gut imprägniert. Also man kann schon davon ausgehen, dass das eine Weile stehen bleibt. Und das war interessant. Also wir haben dann irgendwann regelrecht nach diesen Dingern gesucht, weil da wirklich spannende Objekte von KünstlerInnen aus aller Welt entwickelt worden waren. Worüber man sich im Klaren sein muss, ist, dass es nichts bringt zu sagen, hier ist jetzt gerade tote Hose, wir machen jetzt mal ein Pappkunstfestival. 14 Tage lang und dann ist wieder weg. Dann ist immer noch tote Hose und dann denkt man, jetzt stellen wir ganz schnell OpenAir-Bühnen auf und spielen ein bisschen Musik an einem Wochenende. Worüber man sich da im Klaren sein muss, glaube ich, ist, dass man den KünstlerInnen, die man da anlockt, dann auch eine gewisse Perspektive gibt. Oder wenn man so ein festivalartiges Format setzt, dass man sagt, dann machen wir es dann wirklich auch jedes Jahr für die nächsten 10 Jahre. Gucken, ob das funktioniert oder nicht. Also man muss, glaube ich, bei allen Maßnahmen, die man da macht, auch eine gewisse Langfristigkeit mit einplanen, so wie es ja auch niemandem was bringt, wenn man sagt, du, ich habe hier 14 Tage im Laden leer stehen, willst du den haben? Wo ich sage, danke für das Angebot, aber 14 Tage lohnt sich nicht. Wenn du sagst, ich kann ein halbes Jahr haben, dann beginne ich drüber nachzudenken, was ich darin machen kann. Und wir haben ja zum Beispiel vom Nationaltheater, wir haben uns ja so einen Vorposten quasi in den Quadraten organisiert. Wir haben ja eine partizipative Sparte, also eine Programmschiene, wo Menschen aus der Stadt selber künstlerisch praktisch aktiv werden können. Und wir haben halt eine Autowerkstatt in den Quadraten uns gesucht. Da ist jetzt sowohl das Büro drin von den Menschen, die für diese partizipative Sparte arbeiten, aber auch der Probenraum. Und man sieht, wenn da Sachen los sind und Leute bleiben da stehen und kommen da dann vorbei und fragen, was ist denn das, was macht ihr da? Und ich glaube, das hat in dem Viertel, wo dieser Laden ist, schon mittlerweile so eine integrative Funktion. Ja, absolut. Also da glaube ich ganz stark dran. Auch sozusagen die Sichtbarmachung von unterschiedlichen Prozessen, ob das jetzt ein künstlerischer Prozess ist oder beispielsweise, wenn man an urbane Produktion denkt, auch handwerkliche Produktion wieder stärker sichtbar zu machen und in den Innenstadtbereich zu bringen oder generell im städtischen Raum stärker sichtbar zu machen, hat aus meiner Sicht nur Vorteile. Ich wollte nochmal einen Aspekt kurz mit euch ansprechen. Fehlen tatsächlich diese Freiflächen in Mannheim? Also fehlt es wirklich an den Flächen des öffentlichen Raums, der bespielbar ist?
Oder ist es eine Frage von Genehmigungspraxis? Also stellt sich da Verwaltung quer oder fehlt es einfach an den Orten, an denen ich inszenieren kann, an denen ich bespielen kann, an denen ich was umsetzen kann? Wie ist da aus eurer Sicht die Erfahrungslage? Also aus meiner Erfahrung ist es auf jeden Fall eine Mischung von alledem. Es reichen nicht einfach nur Freiflächen, weil jetzt haben wir diese Freiflächen und die werden ja auch super angenommen. Also wir haben da auch am Ende, am Anfang ein bisschen gezögert, ob wir da was machen und wenn ja, wann. Und dann waren aber eigentlich auch schon alle relevanten Slots vergeben. Also es scheint ja super anzukommen. Was für viele, die ich kenne, die veranstalten, ein Problem ist, ist, dass es immer noch Schwierigkeiten gibt mit der Länge der Veranstaltungen. Also dass man bis 22 Uhr fertig sein muss. Das schreckt viele ab, sich überhaupt die Mühe zu machen. Das ist ein Punkt. Dann neben den Freiflächen die Räumlichkeiten für bestimmte Größen und bestimmte Arten von Veranstaltungen. Da haben wir auf jeden Fall einen Mangel in Zentrumsnähe, würde ich sagen. Da gibt es, das ist ja auch dieses Clubsterben, was in Mannheim stattgefunden hat, gerade im alternativeren Bereich, ist ja auf jeden Fall ein Thema. Und da haben wir allein, also wir haben ja effektiv nur 9 Tage unsere Aktionen da gemacht. Und wir haben in diesen 9 Tagen so dermaßen viele Nachrichten bekommen von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Singer-Songwriter, aber auch größeren Bereich, die sofort angefragt haben, ob man da irgendwie spielen kann, dass sie es total toll finden, die natürlich jetzt gerade post-Corona, wo sowieso der Markt geflutet wird mit Anfragen und Hoffnungen, dass irgendwie noch was geht, aber da gibt es in Innenstadtnähe auf jeden Fall zu wenig, würde ich sagen. Also Freiflächen, super, das müsste auch verstetigt werden, meiner Meinung nach, aber man muss entweder andere finden, wo man länger machen kann, oder man muss irgendwie es schaffen, mit Anwohnerinnen und Anwohnern und mit der Verwaltung da einen Kompromiss zu finden. Aber was Locations also kurierte Räumlichkeiten, wo man in inneren, ist mein Internet gerade weggegangen? Nee. Wo man genau Inside-Locations hat, da ist auf jeden Fall ein Mangel da. Wir haben große Sachen, wir haben ein paar ganz kleine Sachen, aber irgendwie so zwischendrin, wo mal irgendwas Freieres stattfinden kann, habe ich das Gefühl, da herrscht ein Mangel. Hat er es eure Erfahrung ähnlich eh gelagert oder? Ich finde, also ich könnte nicht bestätigen, dass es genügend Freiflächen gibt und vor allem zurückgehend auf den Kommentar von Christian, nämlich Flächen, wo nicht vorgegeben ist, wie man sich bewegt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich nicht quasi sagen muss, da kommt jetzt die Straßenbahn, rechts und links fahren die Autos entlang, da ist die Gastro und die Leute wollen eigentlich in Ruhe essen und so weiter, sondern dass es irgendwie so Flächen gibt, wo so ganz viel passiert. Ich finde, beim Alter hinten eben diese Fläche ist ja quasi das Paradebeispiel, was passieren kann an einem Ort, wenn man einfach sagt, da kann alles passieren, da muss gar nichts passieren. Und dann passiert da die ganze Zeit was. Und ja, und ich würde mir einfach wünschen, wir als Kulturveranstaltende, wir planen. Und wir müssen aber aufgrund der Strukturen, wie wir Fördergelder bekommen und so weiter, exorbitant vorplanen. Also es ist ziemlich unmöglich, finde ich, wenn ich eine gescheite Gage stellen möchte, wenn ich irgendwie was auf die Beine stellen möchte, das relativ spontan machen zu können. Das geht nur, wenn ich sage, hey, habt ihr Bock? Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel in meinem Verein ist es ein Unding. Also wir sagen einfach, die Gage muss gesichert sein. Die geht einfach auch eine Höhe, die akzeptabel ist, raus. Und dann ist der bürokratische Aufwand echt eine Nummer. Also das wäre schön, wenn das schneller gehen würde, vor allem im öffentlichen Raum, weil es so wichtig ist. Es ist eine Investition der Stadt und alle Steuerzahlenden zahlen das ja. Also wenn ich eine Förderung vom Kulturamt kriege, ist das nicht Kultur für umsonst, sondern die ist vorfinanziert. Und man müsste das als Stadt als Investition betrachten und nicht als Ausgabe, sondern es ist, ja, ich finde unbedingt notwendig, dass es da vorangeht. Ich habe da jetzt, Christian hat da 2 wichtige Fragen ja gestellt, also sozusagen, was ist denn Sinn und Zweck, über was unterhalten wir uns eigentlich? Sollen sozusagen die Menschen in die Innenstadt gebracht werden, aus anderen Stadtbezirken oder vielleicht auch überregional? Ist das Ziel oder ist es sozusagen das Ziel, hier zu einer stärkeren Durchmischung zu kommen? Also will ich wieder mehr Kultur, Wohnen, Arbeiten vermischt in wirklich einem Komplex haben. Es ist ja historisch betrachtet, wenn man mal so die Historie der europäischen Städte betrachtet, ist es ja eine sehr
junge Entwicklung, dass man in den letzten 60, 70 Jahren fast ausschließlich, sagen wir mal, für den Einzelhandel, fürs Einkaufserlebnis in die Innenstadt gegangen ist. Das war ja vorher nicht so. Da waren die Viertel auch in der Innenstadt sehr stark durchmischt und hatten einen ganz anderen Charakter, als es heute der Fall ist. Ein Aspekt, den ich mich jetzt auch die ganze Zeit frage, und ich spiele jetzt ein bisschen so Devil's Advocate, wird dann die Kultur vielleicht auch bei dieser Frage der Transformation der Innenstadt überfrachtet? Also will man sozusagen wieder zu viel von der Kultur? Also soll sie jetzt sozusagen neue Räume konturieren, neue Menschen in die Innenstadt bringen, am besten noch Audience Development für die eigenen Sache machen, für die eigene Institution, soll kulturelle Brücken schlagen zwischen Kulturen, zwischen Sprachen und am besten noch sozusagen das ganze Quartier resilienter machen. Ist es too much oder kann das Kultur tatsächlich leisten? Ganz spontan. Ich finde, absolut kann das Kultur leisten. Also es ist, ich glaube, was Christian eben vorhin auch gesagt hat, dieses Sprachrohr zu sein für irgendetwas. Und wenn es nur quasi einen Impuls gibt, eine Wahrnehmung zu stärken. Und darum geht es ja eigentlich. Manchmal geht es um die Wahrnehmung von dem, was ich denke, die Wahrnehmung von Raum. Manchmal geht es von Wahrnehmung von anderen. Es ist einfach ein Wahrnehmungsprojekt, was eigentlich Kultur fährt. Und ich glaube, dass Kultur all das eben mitgestalten kann, dass wir alleine das können, mitnichten, daran glaube ich nicht. Da gehören viele Player dazu, da gehören Stadtverwaltungen dazu, da gehören natürlich auch die Einwohnerinnen und Einwohner dieser Stadt dazu. Aber ich glaube, dass wenn man eben, ich spinne jetzt einfach mal, ich stelle mir Mannheim immer vor als, wir werden die grünste Innenstadt Deutschlands, wir schaffen ganz viel Freiflächen, da ist immer irgendwas, wo unser Körper gefragt ist, unser Kopf gefragt ist, unser Auge gefragt ist, es passieren Dinge und deswegen heißt es auch nicht, es wird dezentral oder zentral, sondern es wird einfach ein Ort mit einer unglaublich hohen Aufenthaltsqualität, wo jede und jeder gerne hinkommt und von außen eben gerne kommt, aber auch von innen feststellt, das ist meine Stadt, das ist mein Ort, da kann ich sein, egal in welcher Stimmung und egal mit welcher Mobilität. Ich kann da einfach finden, was ich für den Moment suche. So stelle ich mir Mannheim innen vor und außen. Wäre ich dabei, wäre ich Fan von. Christian, siehst du das genauso? Ich sehe das ganz genauso. Ich würde mich aber, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, natürlich gegen so ein instrumentelles Verständnis von Kultur total wehren. Also ich glaube, die Nadja-Kultur kann das leisten, aber nur, wenn sie es nicht leisten können muss. Also wenn man von vornherein mit dem Auftrag an Kultur herangeht und sagt, du machst mir die Stadtentwicklung, die ich hier brauche, dann wird es nichts. Sondern wenn ich sozusagen, wenn ich die, sagen wir, eine Infrastruktur zur Verfügung stelle und sage, im Grunde mach, was du willst, Hauptsache du machst was, dann würde ich sagen, dann kann da was draus werden. Weil ich schon daran glaube, dass Kultur tatsächlich auch, sagen wir mal, Katalysator, wenn nicht gar ein Motor für gesellschaftliche Verständigungsprozesse sein kann. Aber natürlich nicht alleine. Wenn ich sozusagen nur auf die Kultur abstelle und alle anderen Faktoren, sei es der Verkehr oder sei es die, sagen wir, der Umgang mit dem Eigentum oder sei es die rechtlichen Vorschriften, die nicht ändere, dann kann man mit Kultur natürlich auch nicht ausrichten. Ich würde nochmal auf die Frage davor gerne kurz zurückkommen. Mit den Flächen, gibt es denn nicht eigentlich ausreichend Flächen und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit allen, die da mitreden müssen in dem Moment, wo man was im öffentlichen Raum macht? Ich will mich da nicht beschweren, weil wir gute Erfahrungen mit den Ämtern hier in der Stadt gemacht werden. Es gibt manchmal so Dinge, wo ich mich auch frage, wir sind städtischer Eigenbetrieb. Im Grunde gilt das ja auch das, was Nadja vorhin oder vielleicht was Malte für die öffentlich geförderten Kulturprojekte gesagt hat. Es ist dann immer ein bisschen absurd, wenn du öffentliche Förderung bekommst, was im öffentlichen Raum hast und dann das Ordnungsamt beispielsweise dir so eine Bearbeitungsgebühr rüberschiebt und du so und so viel Kohle dafür abdecken und abdrücken musst, dass du überhaupt den Antrag da stellen durftest. Da denke ich dann manchmal so, das kann man vielleicht dann auch anders lösen. Und nicht da, wo eh schon wenig Geld da ist, dann noch irgendwelche Verwaltungs- oder Bearbeitungsgebühren erheben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Es gibt aber durchaus Plätze, so mein Beispiel hier in der Mannheimer Innenstadt wäre der Toulon-Platz. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, eigentlich ein schöner Platz, aber absolut tot. Geht eine große Straße dran vorbei, Schule, Museumsgebäude mit speziellen Öffnungszeiten.
Im Grunde wäre das super geeignet für Gastronomie oder so, aber es findet nicht statt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Das sind so Dinge, wo ich glaube, da muss man noch nicht mal Kultur hinschicken, sondern da müsste man tatsächlich städteplanerisch nochmal ran und sich fragen, ist es denn wirklich gut, dass beispielsweise die Straße da die beiden Museumshälften vom Remso durchschneidet? Oder ein anderes Beispiel für mich, die G-Quadrate, super Ausgehgegend, kann man super essen gehen. In Mannheim ist es ja Gott sei Dank klimatisch auch ganz angenehm, sodass man an vielen Abenden oder Tagen im Jahr draußen sitzen kann, aber die Bürgersteige sind so schmal, da passen nicht so viele Leute hin. Könnte man auch ohne weiteres sehr schnell was durch eine Veränderung der Verkehrsplanung tun. Manchmal sind es eben so kleine Dinge. Manchmal sind es einfach auch nur, ist es tatsächlich eine Kunstinstallation im öffentlichen Raum oder ein Springbrunnen oder irgendwas, was dazu führt, dass Leute sich anders verhalten. Und das finde ich total interessant, darüber so nachzudenken, was denn diese kleinen Mechanismen sein können. Das wird grundlegende soziale Probleme beispielsweise nicht lösen, aber die sozialen Probleme sind meistens auch nicht von der Kultur verursacht. Dann würde es der Kultur auch zu viel aufbürden, sie zu lösen, sondern soziale Probleme muss man aus meiner Sicht mit Antworten auf soziale Fragen lösen. Ich würde vielleicht noch anmerken, zwei Punkte. Erstmal hast du gerade gesagt, dass es sehr viele verschiedene Flächen gibt und so. Und ich glaube, das ist auch nicht das Problem, dass es zu wenig Freiflächen gibt. Es gibt genug Räumlichkeiten und Flächen. Es ist nur gerade für neue und junge Akteurinnen und Akteure aus meiner Erfahrung sehr schwierig herauszufinden, dass es überhaupt möglich ist, irgendwo irgendwas zu machen. Wer sind die Ansprechpartner? Was ist dafür notwendig und so? Ich kann verstehen, dass es da bessere Erfahrungen auf Nationaltheaterseite gibt, weil da natürlich schon seit langer Zeit Gesprächskanäle existieren und das ist irgendwie eher auf Augenhöhe gefühlt. Und dann die Frage, ob es zu viel Kultur sein kann und das irgendwie problematisch werden kann. Also ich glaube, es hat sich jetzt auch gerade erst gezeigt, dass in diesem Land sehr viele Menschen leben, die Dinge, die irgendwie nicht so sind, wie sie immer schon waren, grundsätzlich ablehnen. Damit muss man irgendwie leben. Und dass da immer mal Beschwerden kommen werden, wenn man etwas verändert und wenn man da neue Wege geht. Das ist in einem gewissen Rahmen, muss man natürlich mit den Leuten reden und in den Austausch kommen. Aber man muss es immer im Verhältnis sehen. Und ich würde sagen, dass die Probleme, die da potenziell kommen könnten, sind bei weitem nicht so groß, als dass man es gar nicht erst versuchen sollte. Also das ist für mich kein Argument, was irgendwie das Ganze ausbremsen können sollte. Also bis wir an den Punkt gekommen sind, wo wir zu viel Kultur und zu viele neue Aktionen und zu viel Bewegung hier in den Quadraten haben, da muss schon einiges passieren. Und wenn wir anfangen, in die Richtung zu gehen, ist es auf jeden Fall, bis es da überhaupt irgendwie zu viel wird, ist es ein weiter Weg. Also ich glaube, dass man nur mutig sein muss, anzufangen. Und sich durch, man muss natürlich darüber nachdenken, was könnten die Probleme sein und die auch ernst nehmen. Aber ich glaube, das ist der 10. Schritt, bevor man mal angefangen hat überhaupt. Also ich glaube auch an die Ja, wolltest du nochmal was anschließen? Entschuldigung. Also Christian hatte ja gerade gemeint, dass eben da kann ein Brunnen sein, da kann irgendwas sein. Und ich glaube, wenn Menschen ihr Lebensumfeld als spannend und abwechslungsreich empfinden, dann gehen sie sorgsamer damit um. Also ich habe diese Erfahrung selber im Ausland schon gemacht. Da war ich in einem Land, wo es sehr arm zugeht. Und es gab ein Dorf, da gab es keinen, also was wir unter Ästhetik verstehen im Sinne von Ansprechung, irgendwas in uns, gab es eigentlich nur, ich sage jetzt mal ganz platt, Hässlichkeit. Und die Menschen guckten auch alle sehr betrübt und sehr unfreundlich. Und ich kam in ein anderes Dorf, da war es genauso arm. Und die haben aber dafür gesorgt, dass Bilder überall waren und dass was Buntes da war. Und die haben sich gesorgt um ihr Umfeld. Und es war eine komplett andere Stimmung. Und jeder ist auch damit anders umgegangen und auch mit den Menschen anders umgegangen. Und da glaube ich ganz fest dran, dass wenn wir das schaffen würden, dass die Innenstadt ein Raum für die Menschen wieder wird und nicht für Konsum, Autos und schnelle Bewegung und hinweggehen über Dinge, sondern zum Innehalten, wenn es nur eine Sekunde ist, weil ich was erblicke, dann haben wir wieder eine Lebensqualität geschaffen, die was mit uns als Menschen zu tun hat, also quasi ja, gemeinschaftsökonomisch auch gedacht, nachhaltig gedacht, wo nicht nur für schnell irgendjemand verdient gerade dran. Walter hat aus meiner Sicht einen ganz interessanten Aspekt jetzt auch angesprochen, gerade sozusagen das zu viel an Kultur. Also kann es ein zu viel an Kultur geben? Wir haben ja beispielsweise in unterschiedlichen Stadtteilen eine
teilweise sehr heftig geführte Debatte um Gentrifizierungsprozesse. Da erstaunt mich immer, wie wenig Kulturschaffende und Künstlerinnen die eigene Rolle bei diesen Aufwertungsprozessen auch reflektieren und selbst sehen. Jetzt die Frage an euch, muss man da aufpassen mit Kunst und Kultur, insbesondere bei Stadtentwicklungsprozessen, dass es nicht zu einem Verdrängungsmechanismus kommt? Wertet Kultur per se auf? Wie nehmt ihr da die Dynamik wahr und wie würdet ihr sozusagen da agieren und im Zweifel auch vielleicht gegensteuern? Malte, Christian. Ja, finde ich schwierig. Also ich würde auf jeden Fall generell abstreiten, dass Künstler, also dass du sagst, dass sie wenig sich selbst damit beschäftigen vielleicht oder zu wenig sich selbst damit beschäftigen, was sie damit zu tun haben. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall abstreiten wollen, dass es in irgendeiner Weise die Schuld von Künstlerinnen und Künstlern sein könnte oder die gewollte Schuld oder also dass sie schuldig dafür sind, dass ausufernde Gentrifizierungsprozesse stattfinden. Es ist natürlich der Grund dafür, dass, ich meine, ne, ein Ort wird lebenswerter dadurch, dass es extrem viel Kultur gibt und dadurch ist die Nachfrage größer und es wird teurer. Ich glaube, dass die Stellschrauben da woanders liegen. Wir können nicht sagen, das ist zu schön da und deswegen, also ganz blöd gesagt, ja. Und dadurch wird es extrem teuer und deswegen sind die es schön gemacht haben, schuld an der Gentrifizierung. Das ist, ist natürlich irgendwie eine nachvollziehbare Argumentation, aber das kann ja nicht, ich glaube, das Problem liegt eher daran, dass die Mieten zu schnell steigen können, dass einfach zu frei der Markt darum rum zu frei ist. Also das hat, ich glaube, dass der Jungbusch und auch die Neckarstadt tolle Beispiele dafür sind, wie es funktionieren, wie Kultur Stadtteile lebenswerter machen kann. Das ist eher das, was ich daraus ziehen würde und was für mich aber eine tolle Sache ist. Also ich würde niemals sagen, das ist jetzt problematisch, weil da zu viel Kultur und zu viel schöne Veranstaltungen stattfinden und die Menschen zu glücklich sind. Das ist ja irgendwie absurd, oder? Wobei es natürlich einen gewissen Zusammenhang will ich jetzt sozusagen nicht ganz absprechen. Es ist ja schon so, dass wenn ich, man sieht sozusagen Aufwertungsprozesse immer dann und es ist ja auch relativ einfach abzulesen, wenn Künstler in ein Quartier ziehen, gehen relativ schnell dann danach die Mieten hoch. Also dann sind die ersten Galerien da, dann ist die erste Gastronomie da, da ist der erste Club da etc. Und dann setzt sozusagen eine Dynamik ein, die natürlich dann zum Anzug der Mieten führt. Die springt, also, und es ist ja auch in Mannheim oftmals sozusagen eine gewollte Aufwertung. Ich will den Jungbusch vor 30 Jahren nicht zurück. Ich kenne den da noch. Ich fand, das war kein wünschenswertes Quartier. Ich finde, es ist jetzt ein viel lebenswerteres und viel durchmischteres Quartier auch, als es damals war. Die Frage ist ja sozusagen nur, inwiefern reflektiere ich das bei meiner eigenen Arbeit, diese Prozesse? Und wie kann ich vielleicht sogar proaktiv dagegen wirken, dass es in einer Balance bleibt, dass es in einem Ausgleich bleibt? Ich glaube, da gäbe es vielleicht Mittel und Wege, das in der eigenen Arbeit zu tun. Da nochmal die Frage, sozusagen, inwiefern reflektiert ihr das? Inwiefern ist das ein Thema bei euch, bei eurer eigenen Arbeit auch? Ich sehe Christian. Daniel, wenn du möchtest, lasse ich dir gerne den Vortritt. Du darfst gerne, Christian. Also ich finde, man muss das reflektieren. Ich würde nochmal den Begriff Instrumentalisierung, den ich vorhin schon gebraucht habe, verwenden. So wie man sich nicht für soziale Zwecke instrumentalisieren lassen sollte, sollte man sich auch nicht für die Gentrifizierung instrumentalisieren lassen. Also zumindest muss man sich selber darüber im Klaren sein. Trotzdem glaube ich, ist man als Künstler, der ein leeres Ladenlokal bezieht, nicht die Ursache für Gentrifizierung. Es ist ja auch ein bisschen paradox, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, Mist, womöglich haben wir binnen weniger Jahre 30% Leerstand. Wäre doch schön, wenn ein paar Künstler kämen, dann kann man nicht im gleichen Zug sagen, wenn die Künstler kommen, wird alles teurer. Wir wollen es eigentlich doch nicht. Also irgendwo muss man sich dann auch entscheiden, was man will. Und die Ursache für die Gentrifizierung, die Ursache für die hohen Immobilienpreise, die dann da sind, die liegen nicht in der Kunst.
Die liegen woanders. Die liegen, sage ich mal, in dem Wirtschaftssystem, mit dem wir es zu tun haben. Und die liegen aus meiner Sicht auch im Verantwortungsfeld der Politik, weil es ja durchaus Städte gibt auf dieser Welt, die zeigen, dass ein hoher Anteil an öffentlichem Wohnungsbau dazu beitragen kann, dass solche Gentrifizierungsexzesse nicht stattfinden. Und in Deutschland hat man sich beginnend mit den 90er Jahren dazu entschieden, öffentlichen Wohnungsbau möglichst abzuschaffen. Es gibt Städte, die haben ihre kompletten Wohnungsbaugesellschaften verkauft und gucken jetzt bitter in die Röhre und fragen sich, wie wir das zurückgeholt. Wo ich so sage, ja, das gab es aber auch vor 30 Jahren schon Leute, die gesagt haben, das ist keine gute Idee. Also insofern, ich finde, man muss als Künstler das reflektieren. Also wir beispielsweise als Nationaltheater haben uns dagegen entschieden, im alten Stromberg Programm zu machen, weil wir gesagt haben, das ist ins Moment irgendwie eine zu heikle Kiste, da wollen wir nicht mit in Verbindung gebracht werden. Was nicht heißt, dass wir nicht womöglich an jemand anders geraten, wo uns dann hinterher genauso vorgeworfen werden kann, dass wir quasi hier die Gentrifizierung künstlerisch aufhübschen. Aber das quasi, da muss man sich dann immer selber sein eigenes Gewissen befragen. Aber wenn jemand kommt und sagt, du Künstler, ich habe hier Raum, da hast du Atelierraum, da kannst du proben, kannst du irgendwie Krach machen und der kostet nichts oder nur ganz wenig, würde ich immer erstmal sagen, ist ja eigentlich cool. Ja, also insofern würde ich sagen, mir ist die Ambivalenz durchaus bewusst. Jeder muss sich hier, glaube ich, auch bewusst sein. Aber es ist mir nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, es gibt auch andere Stellschrauben, an denen dann vordringlicher gedreht werden müsste. Ja, ich kann mich dem vollumfassend anschließen. Also ich glaube, man macht auch leicht den Fehler, Ursachen damit zu verwechseln, quasi mit dem, was dann tatsächlich passiert. Also es ist ja schon, also wenn man sich das anhört, wird lebenswert und dann wird es unlebenswert gemacht, indem man Mieten nach oben steigen lässt ins Noch und Nöcher und sagt, super, wir gentrifizieren und wir mischen jetzt unseren Stadtteil durch und es kommen andere Menschen dahin. Das ist, glaube ich, schon eine politikgemachte Problematik, die durchaus dringend anzugehen ist. Gleichsam muss sich natürlich Kultur damit auseinandersetzen, aber ich denke auch dieses Instrumentalisieren kann auf der einen Seite passieren, wenn das eben nicht mein Auftrag ist. Zum Beispiel bei mir ist es Auftrag, von der Satzung her auch schon bestimmte Stätten zu bespielen als kulturelle Veranstalterin. Und da sage ich mir dann schon, eben, wie mache ich das? Und wenn ich bei einer Gentrifizierung sage, so, ich gentrifiziere, nenne jetzt mal. Jetzt hängt es bei dir, Nadja. Ah, jetzt bist du wieder da, ja. Okay. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie ich zum Beispiel eben eine Vermischung von einem Stadtteil oder Entwicklung vorantreibe, wenn ich dann in das neue Gebäude dann die High-Price-Galerie reinmache, den High-Price-Gastro-Ding und das High-Price-Ding, dann ist das definitiv zu reflektieren. Oder ob ich sage, ich schaffe da wirklich eine Durchmischung von dem, was schon da ist und von Neuem, aber mache nicht neue Gebiete auf, die dann doch wieder eigentlich nur bestimmten Bevölkerungsgruppen vorbehalten sind. Aber davon quasi, dass die Kultur das vorantreibt, ja, bitte, aber die Kultur, die Politik muss eigentlich vorziehen und sagen, Lebensqualität sollte unser höchstes Ziel sein. Wir können nicht die ganze Zeit am Menschen vorbei arbeiten. Wir müssen den Menschen. Jetzt bist du wieder weg, Nadja, leider. Ja. Ich hoffe, dass er sich wieder einklinken kann, aber jetzt, während es hängt, würde ich einfach sozusagen im Gespräch nochmal weitergehen. Was ich mich gefragt habe, und ich glaube, wir kommen jetzt auch schon zum Schluss oder zur Schlussrunde. Brauchen wir neue Strukturen für die Transformation der Innenstadt? Und ich meine jetzt sozusagen definitiv erstmal explizit nicht Mittel oder Geld. Das brauchen Kulturschaffende natürlich immer. Aber sozusagen brauchen wir andere Strukturen, die eine Einbindung von Kulturschaffenden besser ermöglicht, als wir das aktuell sehen. Also insbesondere auch mit dem Blick auf die Transformation Innenstadt. Brauchen wir da strukturell andere Zugänge, andere Bedingungen? Brauchen wir andere, wie es im Neuenglisch, im Neudeutschen heißt, Governance-Strukturen? Habt ihr da Meinungen, Ideen? Ich bin mir nicht sicher, ob es generell andere Strukturen braucht, weil ich tatsächlich da auch
noch nicht genug Einblick bekommen habe, wie die Strukturen in Gänze sind und was die Möglichkeiten exakt sind. Und ich glaube, da liegt wahrscheinlich auch das Problem. Man muss schauen, dass es sichtbarer ist, was sind genau die Möglichkeiten, und man muss schaffen, dass die Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten, zugänglicher sind oder irgendwie das Ganze positiver angehen, habe ich das Gefühl. Also gerade wenn ich jetzt gesehen habe, wie diese Freiflächenaktion, man muss ja sagen, durchgeboxt wurde irgendwie von einigen sehr, sehr motivierten und aktiven Kulturschaffenden, dann hat das schon gezeigt, dass es ja möglich ist, sowas zu tun und dass es ja auch grandios ist, was da rausgekommen ist, aber es wohl ein sehr, sehr, sehr schwerer Weg war. Das bedeutet also, die Möglichkeiten sind da, aber man muss es schaffen, dass es einfach leichter ist, niedrigschwelliger. Christian? Ja, ich weiß auch nicht. Ich merke, dass ich mich schwer tue, irgendwie so über Strukturen zu sprechen, weil letztlich werden sie ja doch immer von Menschen gemacht oder ausgeführt. Und für mich die größte Herausforderung besteht ja immer darin, die richtigen Personen zu finden, mit denen man reden muss, damit sich was bewegt, und auch den richtigen Kreis von Personen zusammenzukriegen, damit dann auch alle am Ball bleiben. Ich finde ja, da hat die Corona-Krise doch gezeigt, was da geht. Also ich frage mich, ob sowas wie das Kulturtragflächenprojekt ohne Corona entstanden wäre. Wahrscheinlich nicht, weil jeder vor sich hinwurschtelt. Dann im Moment der Not und der Krise zu sehen, wozu man doch in der Lage ist, finde ich schon beeindruckend. Auch mit dem Rat für Kunst und Kultur, den wir in Mannheim gegründet haben, finde ich auch interessant zu sehen, dass das doch geht. Ich war mir da zwischendurch nicht so sicher, ob man irgendwie große Teile der Kulturschaffenden hier zusammenkriegen würde in dieser Stadt, dass sie sich gemeinsam für so ein Projekt engagieren. Aber es scheint zu funktionieren. Jetzt ist ja der erste Rat gewählt. Das finde ich erstmal sehr ermutigende Signale. Und dann muss man natürlich eben auch die Menschen in der Stadt, braucht man die Schlüsselfiguren in einer Stadt, in einer städtischen Öffentlichkeit, in der städtischen Verwaltung, mit denen man reden muss, um bestimmte Dinge, um Zugriffe auf bestimmte Plätze zu bekommen oder um Zugang zu bestimmten Ressourcen zu bekommen. Und ich stimme dir zu, man sollte da nicht als allererstes nach dem Geld schreien und sagen, ich kann das aber nur machen, wenn es extra Geld gibt. Ja, leuchtet mir ein, dass das nicht geht, würde aber auch umgekehrt davor warnen, dass habe ich nicht in Mannheim, aber in anderen Städten manchmal erlebt, dass dann seitens der Stadtverwaltung so gesagt wird, so, wir wollen jetzt hier was Tolles machen, macht bitte ganz viele Projekte. Ach so, Geld gibt es übrigens leider nicht dafür. Wo ich so sage, naja, so funktioniert es auch nicht. Ja, klar. Also ich höre so bei Christian so ein bisschen raus, auch das Plädoyer, die Spielräume, die es in der Verwaltung gibt, stärker zu nutzen, stärker im Sinne von der Ermöglichungskultur zu arbeiten. Und dann braucht es nicht notwendigerweise vielleicht komplett neue Strukturen oder neue Governance-Modelle, wenn sozusagen die Spielräume, die schon da sind, wirklich auch genutzt würden und ausgereizt würden, vielleicht im Zweifel. Nadja. Also ich kann dem nur zustimmen. Also ich habe unglaublich gute Erfahrungen gemacht hier mit der Zusammenarbeit mit der Stadt ganz persönlich. Aber was ich mir da wünschen würde, auch für viele andere, mit denen ich schon gesprochen habe, ist quasi, du wirst neu Mitbewohnerin dieser Stadt sozusagen oder Mitbewohner und du bekommst ein kleines Heftchen, wo steht drin, du magst Kunst und Kultur, das sind deine Ansprechpartnerinnen. Irgendwie sowas und auch so ein bisschen mehr, ja, dieses, viele denken bei einem Amt an Amt, an die wollen was von mir oder die sind die, bei denen ich halt Geld kriege, aber gar nicht darum, dass es da eigentlich um Konzepte geht, dass es da um eine Begleitung geht, dass es da darum geht, für diese Stadt was zu schaffen. Und das erfährt man erst, wenn man da aus Eigeninitiative hingeht. Und dafür muss man ja auch wieder in ein Gebäude gehen und dafür muss man dann auch die Ansprechperson sich suchen. Und ich glaube, für Menschen jetzt, wenn ich allein dran denke, wenn ich jetzt nicht Muttersprachlerin Deutsch wäre, einen Antrag auszufüllen, no go, es geht nicht. Ich kriege es als Muttersprachlerin schon schwer hin und gehe in ein Beratungsseminar nach dem anderen, damit es irgendwie klappt. Und jetzt klappt es, aber das sind einfach Hürden, wo es schön wäre, wenn die niedriger wären, weil wir haben eine Hammerstruktur in Mannheim, finde ich. Es wird unglaublich viel ermöglicht. Und ich habe bis jetzt noch niemand Unmotiviertes getroffen im Kulturbereich, wenn ich Hilfe gebraucht habe. Ganz im Gegenteil. Es war sofort, war da so Power da und so, ey, wir ziehen es mit dir durch, wir machen das. Aber ich weiß das, weil ich es mir geholt habe und es wäre irgendwie cool, wenn es da nicht so viel Hohlschuld gäbe, sozusagen. Ja, ich habe das Gefühl, dass da fehlt so ein bisschen von Seiten der
der Verwaltung oder die da irgendwie helfen können, ein bisschen die Sichtbarkeit oder die sich selbst, das heißt, sich selbst sichtbar machen und halt auch vielleicht ein bisschen der Dialog. Also, keine Ahnung, wäre vielleicht einfach cool gewesen, wenn heute jemand vom Kulturamt dabei gewesen wäre, um mal dann ins Gespräch zu kommen oder dass da irgendwie der Austausch eher stattfindet. Weil ich habe auch mit wenigen von denen mal wirklich persönlich über sowas reden können und einfach mal, ja, vorlegen können, was so meine Wünsche wären. Ich weiß jetzt mittlerweile, dadurch, dass wir das jetzt seit 3 Jahren viel machen und auch schon damals mit Hendrik als Nachbürgermeister viel ein Gespräch waren, wegen den Ideen, die wir hatten, weiß ich, wie ungefähr die Strukturen sind und wo man da anklopfen müsste, für was. Aber das war eben auch ein weiter Weg, da erstmal hinzukommen. Und ich bin eben, keine Ahnung, Abitur, Muttersprachler, alles gar kein Problem für mich. Aber ich glaube, für viele andere ist das höchst problematisch. Ich bin nur der Einzige von uns aus dem Verein, der wirklich sich dann den Abriss gibt, da mal einzusteigen und mal rauszufinden, wie das eigentlich läuft. Also das will ja, so viel Motivation haben viele, aber das wirklich so, sich da durchzubeißen, ist zu viel. Ja. Auch immer ein bisschen die Frage, wie entstehen Ideen, wie entstehen neue Ideen, wie entstehen spezifische Ideen für eine konkrete Fragestellung oder Herausforderung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich brauche immer lange und ich brauche immer viele Gespräche. Dann rede ich mit dem, wie findest du das? Dann rede ich mit dem und frage, wie findest du das? Und dann gehe ich da hin und gucke mir das an und setze mich davor und verbringe Zeit. Und die Frage ist, wie schafft man so Anlässe? Dass man sagt, hier gibt es ein konkretes Thema, die und die Straße, da wird nächstes Jahr alles leer stehen, womöglich. Was macht man jetzt damit? Mal so zu überlegen, okay, was für Verfahren, was für Techniken gibt es denn tatsächlich ganz verschiedene Leute, die dazu was zu sagen haben könnten, miteinander ins Gespräch zu bringen. Und mir leuchtet schon ein, dass so eine städtische Verwaltung dann auch damit überfordert ist, sich ständig neue Formate und Veranstaltungen auszudenken, bei denen jemand ins Gespräch kommen kann. Aber das wäre eigentlich interessant, so ein regelmäßiges, so ein Stadtgespräch darüber. Was geht denn hier? Was können wir hier machen? In der Hoffnung, dass dann irgendwann mal der Groschen fällt und jemand wirklich mit einer genialen Idee kommt. Also definitiv nicht, dass ich das jemals hätte vorher mir gedacht, dass ich sagen würde, aber Ludwigshafen ist da ein gutes Beispiel. Die haben nämlich jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren, haben die so einen Stammtisch quasi, wo die ein Treffen haben der Kulturschaffenden Ludwigshafen. Und die sitzen beieinander und machen dann so Workspaces, wo die bestimmte Tische haben und dann wird zu einem Thema gesprochen und das mischt sich immer wieder neu. Und ich war da einmal und fand das eine total tolle Sache, weil man ist einfach 1,5 Stunden da, es ist total effizient und man kommt in den Austausch und vor allem sieht man auch mal, wen es gibt. Ich glaube, das ist einfach ein großes Thema in dieser Stadt. Viele kennen sich nicht. Das ist doch eine gute Aufgabe für den frisch gegründeten Rat für Kunst und Kultur, frisch gewählten, oder? Ja. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Also da haben wir ja sozusagen ein neues Organ, das dann auch nochmal für die Vernetzung innerhalb der Kulturschaffenden, glaube ich, sorgt und dann auch nochmal zentralisiert sozusagen Anliegen an die Verwaltung adressieren und richten kann. Deshalb fand ich es auch super, dass es das jetzt gibt. Und es hat ja so eine gewisse Leerstelle auch in der Stadt, glaube ich, so gefüllt. Und dass da jetzt ein Organisationsgrad auch da ist, der das, glaube ich, längerfristig dann auch umsetzen kann. Mit Blick auf die Uhr, lasst uns zum Schluss kommen. Eine Frage noch. Ich gucke auch noch mal in Richtung Kollegen, ob es Fragen aus Facebook gab, die ich gerne dann auch noch mal aufgreifen würde. Ansonsten die letzte Frage an alle von euch. Nadja hat es schon mir ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht macht sie es auch noch mal in kurzer, prägnanter Form. Wie sieht eure Wunsch-Innenstadt der Zukunft aus? Zeithorizont ist erstmal egal, könnten sagen 2030 oder auch schon 2025, ist mir völlig egal. Aber wie sieht die Innenstadt eures Wunsches aus? Wer mag starten? Also ich stelle. Nadja, du hast schon mal vorgelegt, magst du anfangen, ja? Ja, ich fange jetzt, ich mache es jetzt nochmal. Ich wünsche mir Plätze für Kinder, wo sie ungestört spielen können, im Sinne von, dass nichts vorbeikommt, was sie gefährdet. Ich wünsche mir Orte für Erwachsene, wo sie verweilen können und es kann was passieren oder es passiert quasi nichts um sie herum. Und ich wünsche mir Orte für ältere Menschen, wo sich das alles mischt und wo man eben auch gefahrlos und entschleunigt unterwegs sein kann, ohne dass man sich ständig über die Schulter gucken muss. Und das alles in Grün. Grün, grün, grün.
Ja, das ist auch das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Grün, weniger Autos, weniger Dreck im Sinne von Enge und Dunkelheit. So. Also alles, was grün ist und was weitflächiger ist, macht ja irgendwie im ersten Moment glücklicher, finde ich. Ich finde, es sollte viele Orte geben, wo sich Menschen ausprobieren können. Und zwar niederschwellig, ohne Zugehörigkeit zu egal was. Einfach Leute sagen, ey, ich habe gestern ein Gedicht geschrieben, stell mich es dahin und trag's vor. Oder alles bis zur Band und sonst was. Ja, sonst kann ich dem auch nicht viel hinzufügen. Durchmischt fände ich gut. Ich habe selbst in meinem Innenstadtsgefühl, man kann sagen, die Quadrate sind durchmischt, aber eigentlich sind es auch nur geballte Orte, wo einzelne Gruppen zusammenkommen und das Ganze kann man dann als gemischt sehen, aber wirklich durchmischt ist es so nicht, würde ich sagen. Da geht auf jeden Fall noch was. Danke, Malte. Christian. Ja, ich glaube, man sollte sich dafür hüten, quasi alle Ansprüche und alle Erwartungen an einen ganz konkreten Ort zu richten. Wie gesagt, es gibt ja durchaus verschiedene, durchaus attraktive Viertel und Regionen in Mannheim. Für mich wäre so ein Thema die Einbeziehung der Flüsse. Und damit sind wir aus der eigentlichen Innenstadt schon ein bisschen raus. Beziehungsweise ich hätte jetzt auch keinen konkreten Vorschlag, wie das gehen soll. Ich finde nur, da könnte mehr passieren. Ich finde aber doch auch den Gedanken, den Malte zuletzt gebracht hat, mit der Durchmischung nochmal interessant. Also sowohl hinsichtlich der Menschen, die da leben, aber auch nochmal hinsichtlich der Funktionen, die die Innenstadt beispielsweise erfüllen könnte. Das hattest du eingangs auch aufgebracht, das Thema, Matthias. Diese unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten, über die ich, ja, das habe ich versucht, am Beispiel des Nationaltheaters zu beschreiben, in Bezug auf die eigene Institution auch nachdenke. Wie sorge ich dafür, dass, keine Ahnung, tagsüber die Leute zum Shoppen kommen oder dass Leute da wohnen können und morgens zur Arbeit gehen oder zum Bäcker wenigstens, dass man tagsüber womöglich einkaufen gehen kann, dass man abends essen kann und dass man nachts vielleicht noch ein Kulturangebot hat oder umgekehrt, dass abends das Kulturangebot und dann nachts essen oder trinken. Wie schafft man, dass ein Ort all diese verschiedenen Funktionen erfüllen kann? Wie gesagt, es müssen nicht immer alle Orte aus meiner Sicht alle Funktionen erfüllen, aber vielleicht in Bezug auf die Innenstadt wäre es doch schön, wenn zumindest einige dieser Funktionen stärker erfüllt würden. Und aus meiner Sicht ist beispielsweise in der Mannheimer Innenstadt im Moment das Thema Einkaufen doch sehr dominant, weil, wie gesagt, wenn die Läden zu sind, finde ich es auch erschütternd, wie wenig da los ist. Ich denke, warum eigentlich? Und das wäre so ein Wunsch. Und da gibt es, glaube ich, also da, wenn die entsprechenden politischen, ökonomischen und auch juristischen Weichen gestellt werden, dann kann auch die Kultur dazu einen Beitrag leisten, dass das passiert. Man sollte nur nicht erwarten, dass es umgekehrt ist. Also dass man, wie gesagt, an diesen Rahmen, an den harten Rahmenfaktoren nicht ändert, aber zu den Künstlern sagt, jetzt macht man was Schönes. Also bin ich völlig d'accord. Ich glaube, da müssen beide Seiten ineinander greifen, um wirklich einen Effekt dann zu zeitigen, der nachhaltig ist und der wirklich auch transformatorisch dann wirkt in der Innenstadt. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken für die Diskussion, die mir total viel Spaß gemacht hat, die mir auch nochmal so ein paar neue Perspektiven mitgegeben haben. Ich hoffe, für die Zuschauenden war es genauso. Die Diskussion kann natürlich nochmal angeschaut werden, auch im Nachgang. Wir haben das Ganze aufgezeichnet, würden euch dann auch nochmal den Link dann zukommen lassen. An der Stelle nochmal der Verweis, das Zwischenzeitfestival läuft noch. Das Closing ist am Donnerstag im Musikpark, also schaut auch da vorbei. Es gibt in der Zwischenzeit nochmal tolle Programmpunkte und ganz herzlichen Dank Nadja Peter, Malte Appel und Christian Holzauer für die Diskussion und wir sehen uns hoffentlich bald alle auch wieder physisch und analog wieder. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, macht's gut und bis bald.